Hallo zusammen, willkommen auf unserem YouTube-Kanal und in dem heutigen Video geht es mal um das Thema Laptops und zwar um 15 Zoll Laptops, denn die sind wirklich sehr praktisch und man kann damit auch mobil wirklich sehr gut arbeiten. Zudem sind sie leicht und komfortabel und daher ideale Alltagsbegleiter und natürlich auch hier im Homeoffice wirklich sehr beliebt. Und daher wollen wir uns heute also mal die Top 5 der besten und beliebtesten 15 Zoll Laptops anschauen, die es unserer Meinung nach aktuell auf dem Markt gibt. Zum Schluss werden wir auch hier unseren Vergleichssieger krönen. Es bleibt also spannend, daher würde ich sagen, fangen wir auch direkt an und starten dann sofort durch und zwar mit Platz 5. Und auf diesem Platz landet bei uns das Lenovo 15,6 Zoll Notebook. Und auch hier schauen wir uns mal kurz zuallererst die Vor- und Nachteile an. Wir hätten also hier zum einen einen günstigen Preis, ein tolles Einsteigergerät, eine solide Grafikkarte, eine schnelle SSD, ausreichend Arbeitsspeicher, eine lange Laufzeit, ein leistungsstarkes Netzteil und die Nachteile des Gehäuses etwas mittelmäßig verarbeitet und es gibt auch hier leider einen nicht ganz so starken Prozessor. Wir gehen mal gleich kurz weiter auf die Produktdetails und da können wir schon sehen, wir haben also hier zum einen einen Intel N4020 Prozessor verbaut mit der Intel UHD 600 Grafikkarte, 8 GB DDR4 Arbeitsspeicher, 512 GB SSD Speicher und ein 15,6 Zoll großes Display. So, ich würde sagen, wir schauen uns den Laptop jetzt auch gleich mal hier kurz auf der Produktseite von Amazon an und da gehen wir jetzt hier nochmal kurz die Details durch. In der Videobeschreibung gibt es dazu übrigens unten den Link, also wenn ihr da jetzt mal reinschaut und den Link anklickt, dann kommt ihr genau hier zu dieser Seite. Könnt euch diesen Laptop jetzt selbst parallel oder nach dem Video nochmal in aller Ruhe anschauen. Den Laptop gibt es hier übrigens in verschiedenen Ausstattungsvarianten. Unsere Variante kostet 419 Euro, also ein durchaus guter und vernünftiger Preis, gerade als Einsteiger-Laptop sehr gut geeignet. Hier nochmal die technischen Daten im Überblick, habe ich euch ja eben schon kurz erklärt, sieht eigentlich alles soweit sehr gut aus und da gehen wir auch mal etwas weiter runter und gucken uns hier nochmal kurz die weiteren Details dazu an. Hier nochmal die gesamten technischen Daten, wie die tolle Display-Auflösung, die Größe, die USB-Ports, die WLAN-Verbindungsmöglichkeiten und auch weitere Themen. Die Bewertungen fallen dementsprechend gut aus. Wir haben ein super Gerät, genau ausreichend für die Zwecke und auch hier ein neues Notebook mit 5 Sterne. Also ein sehr interessantes Produkt. Wenn ihr also Interesse habt an diesem recht günstigen Einsteiger-Laptop, dann schaut euch mal unten den Link in der Videobeschreibung an und ich würde sagen, wir gehen dann weiter auf Platz 4 und dort landet bei uns das Lenovo IdeaPad Gaming 3i und auch hier gehen wir gleich mal kurz die Vor- und Nachteile durch. Und dann würde ich sagen, gehen wir zuallererst mal kurz zum Preis. Der ist hier wirklich sehr günstig. Wir haben hier eine leistungsfähige Hardware, eine starke Grafikkarte, eine schnelle SSD, ausreichend Arbeitsspeicher, eine lange Laufzeit und ein leistungsstarkes Netzteil. Die Nachteile, er ist leider etwas dicker, dadurch, dass er halt hier ein Gaming-Laptop ist und der Stromverbrauch ist auch etwas höher, geschuldet durch die sehr gute Grafikkarte. Wir gehen mal kurz zu den Produktdetails über. Wir haben also hier einen Intel i5 Prozessor verbaut, der 10. Generation, eine GeForce GTX 1650 Grafikkarte, 8 GB DDR4 Arbeitsspeicher, 512 GB SSD Speicher und ein sehr schnelles 120 Hz IPS Display. Also hier wirklich sehr gute Werte und daher schauen wir uns mal den Laptop jetzt auch hier nochmal kurz auf der Produktseite von Amazon an und auch hier gibt es unten den Link in der Videobeschreibung. Falls ihr also den Laptop nicht manuell suchen müsst, geht einfach unten in die Videobeschreibung rein, klickt den Link jetzt an, dann kommt ihr hier direkt auf diese Seite. Auch hier gibt es verschiedene Ausstattungsvarianten. Unsere Variante kostet gerade einmal 799 Euro. Und wir haben hier ein Amazon Choice Produkt, also ein sehr beliebtes Produkt, was auch hier sehr gut bewertet ist und von vielen Kunden wirklich gerne gekauft wurde. Hier nochmal kurz die technischen Daten im Überblick. Passt eigentlich alles soweit, habe ich euch ja vorhin auch schon ein bisschen was erklärt dazu. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch gleich mal kurz weiter runter und schauen uns nochmal kurz hier die Details dazu an. Dann sehen wir auch hier gleich die schönen Abbildungen. So sieht er aus. Also hier wirklich ein sehr formschöner Laptop, der auch hier optisch wirklich einiges hermacht, sich sehr gut zum Zocken eignet und auch sonst von der Qualität und von der Hardware hier wirklich punkten kann. Die Bewertungen fallen dementsprechend gut aus. Hier wirklich ein Top-Mittelklasse-Gerät, ein tolles, gutes Gerät und auch hier alles top. Also ein wirklich sehr interessantes Gerät. Nun würde ich sagen, gehen wir auch gleich weiter zu Platz 3. Und dort landet bei uns der HP 250 Laptop. Und auch hier schauen wir uns mal kurz die Vor- und Nachteile zuallererst an. Also der hat mir zum einen einen wirklich guten Preis, einen starken Prozess und eine lange Laufzeit, eine große SSD. Wir haben hier viel Arbeitsspeicher, wir haben hier sogar ein DVD-Laufwerk mit dabei und eine sehr effiziente Kühlung.
Die einzigen beiden Nachteile sind vielleicht das etwas dickere Gehäuse, das auch hier etwas mittelmäßig verarbeitet wurde. Also hier kommt sehr viel Plastik zum Einsatz. Aber ich denke mal, damit kann man durchaus leben. Wir gehen mal kurz auf die Produktdetails ein. Wir haben also hier einen Intel i5 Prozessor verbaut, der 10. Generation. Eine Intel UHD Graphics Grafikkarte, 1 TB SSD Speicher, 16 GB DDR4 Arbeitsspeicher, ein Full HD Display und eine wirklich sehr gute und lange Laufzeit von bis zu 8 Stunden. Also wirklich sehr gute Werte. Und ich würde sagen, wir gehen auch hier mal kurz auf die Produktseite von Amazon drauf. Und auch hier gibt es den Link selbstverständlich unten in der Videobeschreibung. Schaut mal rein, klickt mal drauf. Und dann kommt ihr jetzt hier auf diese Seite und könnt euch diesen Laptop hier nochmal parallel oder danach nach dem Video in aller Ruhe anschauen. Der Preis 799 Euro, auch hier ein Top-Preis, kann man sich auch nicht beschweren. Wirklich ein gutes Gerät, was hier eine sehr gute Hardware zu einem vernünftigen Preis dann bietet. Dann sehen wir hier nochmal die technischen Daten im Überblick. Auch hier passt soweit eigentlich alles. Wir haben also hier ein schönes großes Display, ausreichend Arbeitsspeicher und einen guten Prozessor. Und dann würde ich sagen, gehen wir nochmal etwas weiter runter, gucken uns hier nochmal kurz die Details dazu an. Hier steht nochmal ein bisschen was von der Produktbeschreibung drin. Und dann gehen wir jetzt nochmal kurz die Bewertungen durch. Auch hier wirklich ein sehr zufriedenes Produkt. Ein tolles Gerät, toller Service, schneller Rechner und auch sonst sieht es hier wirklich sehr gut aus. Falls ihr also auch jetzt Interesse an diesem Laptop haben solltet, dann klickt unten in der Videobeschreibung auf den Link drauf. Dann kommt ihr direkt auf die Seite. Könnt euch auch die Bewertungen dazu nochmal hier in aller Ruhe durchlesen. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch gleich mal kurz weiter und schauen uns den nächsten Laptop an. Und der landet bei uns auf Platz 2. Und dort landet bei uns der HP Envy X360 Laptop. Und das ist wirklich ein sehr interessantes Convertible. Und da gehen wir mal hier kurz die Vor- und Nachteile durch. Wir haben also hier zum einen einen sehr guten Preis, einen starken Prozessor, ein sehr schlankes Metallgehäuse, eine schnelle SSD. Wir haben hier einen Convertible Laptop mit Touchdisplay und effizienten Kühlung und einer sehr langen Akkulaufzeit. Der einzige Nachteil durch die sehr kompakte Bauform ist hier leider kein optisches Laufwerk mehr vorhanden. Damit kann man aber leben und ich würde sagen, wir gehen mal kurz die Produktdetails durch. Da hätten wir zum einen einen AMD Ryzen 5 Prozessor verbaut, eine AMD Radeon Grafikeinheit, 512 GB SSD Speicher, 8 GB DDR4 Arbeitsspeicher, ein Full HD Touch Display, ein USB Typ C Ladegerät ist auch mit dabei und ihr könnt diesen Laptop auch problemlos hier auf Windows 11 hochrüsten. Sehr interessant und ich würde sagen, wir gehen auch hier mal kurz auf die Produktseite drauf. Hier nochmal unten in der Videobeschreibung ebenfalls der Link dazu, klickt jetzt mal drauf. Und dann müsst ihr euch diesen Laptop hier nicht nochmal separat oder manuell direkt auf Amazon selbst heraussuchen. Es gibt hier auch verschiedene Ausstattungsvarianten, je nachdem wie ihr es braucht. Und unsere Variante kostet hier gerade einmal 759 Euro, ein Top-Preis. Dafür, dass wir also hier einen Convertible-Laptop haben, den man auch hier als Tablet verwenden kann, wirklich kann man sich nicht beschweren. Hier nochmal die technischen Details dazu, die habe ich euch ja vorhin zum Teil auch schon erklärt. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch hier nochmal kurz auf die weiteren Details und Abbildungen dazu ein. Wir gehen also mal kurz etwas weiter runter. Und da können wir dann auch schon gleich ein paar Abbildungen sehen. So sieht er also jetzt hier im Einsatz aus. Ihr könnt das Display also hier komplett umklappen und es dann als Tablet verwenden und damit dann auch hier auf der Couch arbeiten. Also wirklich sehr gute Grundvoraussetzungen für ein sehr interessantes Produkt. Die Bewertungen fallen ebenfalls gut aus. Top verarbeitet, hält was er verspricht und auch sonst sieht es hier gut aus. Wir gehen nun weiter zu Platz 1, unserem Vergleichssieg und dort landet bei uns das Razer Blade 15 Gaming Laptop und dort würde ich sagen, gehen wir auch hier mal kurz die Vor- und Nachteile auf einen Blick durch. Hier nochmal ein sehr guter Preis, ein starker Prozessor und eine erstklassige Grafikkarte. Eine große SSD, viel Arbeitsspeicher, ein QHD-Display, eine effiziente Kühlung und eine RGB-Tastatur. Der einzige Nachteil ist vielleicht dann etwas die Lautstärke unter Volllast, wenn man also damit wirklich intensiv zockt und die Grafikkarte arbeitet, kommt auch hier ein etwas lauteres Lüftegeräusch zustande. Die Produktdetails, wenn man also hier einen Intel i7-Prozessor der 11. Generation verbaut, eine GeForce RTX 3060 Grafikkarte, 1 TB SSD-Speicher, 16 GB DDR4 Arbeitsspeicher, eine Vapor Chamber Kühlung, wir haben hier 360 Hertz im QHD Display-Format. Also top und ich würde sagen, wir gehen mal hier kurz nochmal auf die Amazon-Seite drauf, wo ihr den direkt kaufen könnt. Und auch hier gibt es den Link unten in der Videobeschreibung. Schaut mal rein, klickt jetzt mal auf den Link drauf und dann könnt ihr euch auch hier nochmal kurz darüber informieren, was der Laptop alles für Vorteile hat.
Den Laptop gibt es auch hier in verschiedenen Ausstattungsvarianten mit unterschiedlichen Grafikkarten. Wir haben jetzt hier die höchste Variante genommen. Dementsprechend liegt der Preis auch etwas höher. Wir gehen mal etwas weiter runter und gucken uns hier mal kurz die technischen Details und ja, Informationen an. Hier steht also nochmal alles drin, was ihr wissen solltet. Also er hat wirklich ausreichend an Hardware verbaut. Damit könnt ihr auch hier wirklich die neuesten und aktuellsten Spiele problemlos zocken. Hier nochmal der Laptop im Einsatz, so wie er auch aussieht. Wir haben also hier ein wirklich sehr schönes Design, auch dennoch sehr kompakt und leistungsfähig. Und dann würde ich zum Schluss sagen, gehen wir nochmal hier kurz die Bewertung in aller Ruhe durch. Da hätten wir zum einen eine tolle Bildqualität und ein leiser Betrieb. Wir haben hier ein tolles 5-Sterne-Produkt. Er ist sehr geschickt und das Display wird auch hier mal wieder als sehr grandios angesehen. Also ein sehr interessanter Laptop und ich würde sagen, unser Vergleichssieger steht jetzt damit fest. Es ist der Razer Blade 15 Gaming Laptop und die Vorteile liegen klar auf der Hand. Wir haben also hier einen sehr guten Preis, einen starken Prozessor, eine sehr gute Grafikkarte, eine große SSD, viel Arbeitsspeicher und ein sehr tolles und geschicktes QHD-Display mit einer tollen Auflösung. So, das soll es nun gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie immer gibt es alle Informationen und Links dazu in der Videobeschreibung. Schaut mal rein, klickt mal die Links an. Dann würde ich sagen, war es das für heute. Also bis bald.